In diesem Video entdecken wir die Welt des Flamencos, verbinden meine Heizung mit Lanas Auto und werden sie mal so richtig verwöhnen. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, willkommen in Granada, in der wunderschönen Aussicht. Wir sind ein bisschen in den Bergen und die Lana muss los. Wohin fährst du? Ich habe einen Termin. Du hast einen Termin, wohin? Einen Termin, ja, klingt so Business, ne? Ich fahre in ein Yoga-Studio, um zu gucken, ob wir irgendwie kollaborieren können. Also in Granada in der Stadt, dann komme ich gleich sofort hinterher. Ja, ich gehe danach auch direkt Straßenmusik machen, vielleicht findest du mich. Yeah. Wenn du die Straßenmusik machst, stick mir den Standort. Ja. Da kommen wir vorbei. Fahr vorsichtig. Lass dich nicht ärgern. Ja, die Stelle kennen vielleicht ein paar. Wir haben hier dieses Heizungsvideo gedreht. Wir mögen es gerne mal in der Stadt Action zu haben und dann raus in die Berge oder aufs Land zu fahren und einfach voll zu entspannen. Wenn man gute Augen hat, dann kann man Granada da hinten so ein bisschen sehen. Also wir sind echt nur 10 Kilometer von dort entfernt. Man muss ja nicht weit fahren, um die Ruhe zu haben. Abends kommen hier immer Camper vorbei. Dann quatscht man immer so ein bisschen, aber wie man sieht, tagsüber hat man hier echt die Ruhe und es ist schon ziemlich schön, du. Oh, wie ich sehe, ist da ein Verbotsschild. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, was das heißt. Das hat wahrscheinlich mit Parken gar nichts zu tun. Wir gehen mal eben schnell duschen. Das mache ich dann direkt hier draußen. Ich glaube, die Natur kann hier ein bisschen Wasser gebrauchen. Ich dusche mich auch ohne Seife. Das bringt auch schon was. Wie man hier sieht, ist hier alles komplett vertrocknet. Da hinten sieht man ein paar Bäume, aber wenn man da mit einem Fernglas hinguckt, ich weiß nicht, ob man was sieht, dann sieht man, dass das alles solche vertrockneten Dinger sind. Nicht so ein toller Wald wie in Deutschland oder wie im Baltikum. Sieht alles super geil aus, aber wenn wir da hochwandern würden, das wäre, als ob wir durch die Wüste laufen würden. Okay, los geht's. Das geht natürlich nur, wenn echt niemand anderes in der Nähe ist. Also in der Stadt zum Beispiel geht das gar nicht. Wie gesagt, kommen hier abends immer Camper vorbei und morgens gehen sie dann auch hier duschen. Wichtig ist, hier kam ja auch die Polizei vorbei. Lasst euch dabei nicht sehen. Dann noch schnell ein kleines Schmackofratzi einwerfen. Und los geht's. So, da wären wir. Den Parkplatz erkennen vielleicht manche von euch. Der ist hier direkt an der Musikschule. Hier ist Lanas Auto. Hallo Sula. Hallo. Und wir kochen mal was für Lana, weil die ackert sich richtig ein ab, um Geld dran zu schaffen. Sie ist ja Musikerin, jetzt gerade irgendwo im Yoga-Studio, um Connections aufzubauen. Und danach geht's in die Stadt und spielt auf der Straße. Also, die haut schon echt rein. Wenn sie wiederkommt, soll sie was Leckeres bekommen. Ja, ich weiß, Tobi, du und kochen, du isst doch nur Haferflocken. Ja. Stimmt, aber man kann ja eine Ausnahme machen, ne? Weil die Lana, die hat's gerade schwer. Die kleine, süße Lana. Und Van Viking, der verrückte Typ, hat 200 Euro gespendet. Mano, Mano, Manometer, ey. Ich glaube, hinter mir kommt ein Auto, oder? Oh ja. Junge, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde Lana die nächsten Videos so richtig betüddeln. Das wird sie freuen. Und sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Das ist unser Geheimnis. Also, Lanas Betüddelungsphase Nummer 1. Was habe ich geholt? Erstmal einen Salat. Da packe ich einen Zewa rein, weil dann hält der Salat länger. Das kommt dann später nämlich in einen Wrap ein. Käse, Hähnchenbrust. In Scheiben geschnitten, schön in der Pfanne anbraten. Noch ein bisschen Salz dazu. Ich hatte kein Salz. Ich habe echt kein Salz im Auto, ne? Dazu dann noch ein paar Bohnen mit ein paar Gewürzen. Die wird sich da drauf stürzen wie so eine Irre. Das Fleisch ist leicht angebrannt, so liebt sie es. Und wir müssen auch direkt los. Ja, wir sind ja eigentlich in der Stadt hier, weil die so kulturell und so toll ist. Und die Lana hier auf der Straße spielen will. Das Problem ist nur, hier gibt es so viele Musiker, dass sie hier halt echt eine harte Konkurrenz hat. Und für 50 Euro ein 3-Stunden-Konzert geben, da spielt sie lieber irgendwo auf der Straße, so wie es hier viele machen. Was aber nur Bruchteil des Geldes ist, was sie kriegen würde, wenn sie vernünftige Konzerte geben könnte. Sie hat sich hier schon deutlich vernetzt und die anderen Musiker sagen, dass es bei denen 3 Monate dauerte, bis die einen vernünftigen Auftritt hatten. In anderen Städten oder anderen Dörfern hat das teilweise nur einen Tag gedauert. Das ist dann natürlich die Frage. Bleiben wir hier oder fahren wir weiter? Findet sie noch was oder nicht? Hallo. Ist aber eine dunkle Ecke hier, ne? Aber ich habe wieder mit 1000 Menschen geredet. Hier gerade war einer. Er ist einer von den Sängern, die oben bei dem Mirador San Nicolas. Er ist einer dieser Gruppe, die immer Flamenco machen. Er meinte ultra viele Leute natürlich. Da haben wir so einen Aussichtsspot, ne? Ja, San Nicolas. Da sind die immer. Morgen auch um 3 Uhr. Das heißt, wir sind herzlich eingeladen, damit zu machen. Oder, ne? Ah. Aber du kannst ja gerne mit. Geil. Nö, ich komme mit drauf hin. Ja, mega. Und Yoga-Gedöns?
Ach ja, sie hat nur Events so für Ende November oder Dezember und ich habe gesagt... Ach so, ja, okay. Das lief ganz gut hier. Ich weiß nicht warum, für mich sind echt diese intimen Ecken, ne? War das vielleicht auch wegen Stehen, weil hast du den Hocker ja nicht gehabt? Das hat sich tatsächlich gut angefühlt auch, weil man eh beim Stehen eigentlich besser singt. Man hat mehr Präsenz, wenn man steht, weißt du? Hm. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, mir wurde auch viel Feedback gegeben von wegen, ja, du gehörst eigentlich in Konzerte und sowas. Die haben sich voll viele hingesetzt da in der Ecke vorne auch, weil einfach so viel Platz hier ist. Hier stehst du ja nicht im Weg, weißt du? Ja. Also mega viele Leute sind heute stehen geblieben. Heute hätte ich mir gewünscht, dass ich so eine Kamera hätte, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Das wäre geil. Das ist so die nächste Investition gerne. Weil ich überlege mir so, ich würde das auch so gerne zeigen, weil bei meinem letzten Busking-Video haben die Leute ja gesagt, oh, es bleibt gar keiner stehen, aber es stimmt sitzen? Eigentlich nicht. Ich hab was. Ja, und dann kannst du es auch direkt hochladen, ne? Ja, genau. Willst du was essen? Hast du Hunger? Wenn ihr mehr von Lana hören wollt, dann wie immer auf YouTube, Solana the Artist. Danke für den Support. Und Wraps habe ich noch geholt. Fratzen wir uns voll? Ja. Ich habe gefühlt noch gar nichts gegessen heute. Ne? Wir haben noch Drachenfrucht. Wir haben noch Drachenfrucht. Ja. Aber zuerst zeigst du mir, wie man so eine Drachenfrucht isst. Ja. Also wie ich das immer mache, das ist wahrscheinlich falsch, aber egal. Ich mache das einfach so. Boah. Das ist so eine schöne Frucht, ne? Boah, das sieht ja mega geil aus. Und dann das mal an. Was für ein Kunstwerk. Jetzt muss es nur noch schmecken. Kann ich einfach so reinpulen? Ja. Das ist ja voll zart. Geil, ne? Hast du echt noch nie gegessen? Nein, Drachenfrucht. Das riecht ein bisschen nach Toilette. Im Vergleich zur Wassermelone hat das wenig Geschmack, ne? Ja, es gibt weiße und halt rote. Und die wächst hier einfach so am Strand? Hat der Fruteritas-Typ doch gesagt. An der Küste, weil es da wärmer ist. Eigentlich in tropischeren Gegenden. Also die brauchen dieses Klima. Ich habe das zum Beispiel in Südostasien kennengelernt. Und warum heißt das Drachenfrucht? Das kann ich dir genau sagen. Weil diese Spikes hier an die Schuppen eines Drachen erinnern. Und halt von der chinesischen Mythologie ist das so abgeleitet. Wir essen Drache. Und, zufrieden? Du machst dir was anderes, ne? Du brauchst eine Rap-Pause, sagst du? Ich nicht. Ey, verunstalte mein Rap nicht. Piep, 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 wir haben uns ganz lieb. Guten Appetit. Lana hat gesehen, dass in der Ecke auf dem Parkplatz alles frei ist und wir stellen uns mit den Autos jetzt in der Ecke. Da sind wir einfach ein bisschen mehr versteckt und da haben wir morgen früh dann nicht so einen Terror. Können schön ausschlafen, weil weiterfahren tun wir jetzt auf gar keinen Fall. Wir werden auf jeden Fall hier pennen. Ah ja, da sieht's besser aus. Ist gut so? Ja, ja. Ja, viel besser. Man muss ja nicht mitten auf dem Parkplatz alles an Platz wegnehmen hier. Okay, schlaf gut. Du auch. Komm gut nach Hause. Soll ich den Taxi rufen? Putz ja, an. Das wäre echt schön. Das wäre echt lieb. Ja? Ja. Okay. Bye. Ciao. Ja, ich glaube, das hat dir gefallen, oder nicht? Das macht Spaß. Okay, dann werde ich jetzt noch ein bisschen aufräumen. Übrigens, solche kleinen Chaos-Ecken wie da hinten, das gibt's beim Vanlife immer. In 4 Jahren habe ich nicht einen kennengelernt, der das nicht hat, weil das sind ja nur 10 Quadratmeter hier. Es gibt ja immer diese Shots, wo bei den Leuten alles perfekt ist. Sorry, das ist gelogen. Außerhalb des Bildes ist bei denen immer Chaos irgendwo. Aber das hier werden wir noch wegräumen. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Zeit zu arbeiten. So, meine Süßen, fertig. Ich weiß nicht wieso, aber abends arbeiten ist das Geilste. Wir haben jetzt 4 Uhr morgens. Ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet, aber da fühlt man sich auch gut. Da schläft man auch super. Bringen wir jetzt noch den Müll weg und dann geht's direkt ins Bettchen. Schaut euch das an, ist das süß? Granate bei Nacht. Alle schlummern in ihren Bettchen. Hat schon was Magisches. Man hört ab und zu Katzen, man hört Straßenlaternen summen. Mann, ist 4000 Kilometer von zu Hause weg. Ich laufe hier in irgendwelchen Schlafanzug herum. Ist schon verrückt.
Hallo. Ja. Geht zum Mercadona, brauchst du irgendwas? Ja, ich komm trotzdem mit. Kommst mit, korrekt. Ja, jetzt sieht man es gut. Wären wir da stehen geblieben, ne? Dann hätten da sich die Autos angereiht, die hätten sich aufgefüllt, das hätte nicht gepasst. Und die würden sich ärgern, dass die deutschen Camper hier so scheiße parken. Also Dauerbewohner des Parkplatzes hat man andere Verantwortung als die Typen, die hier nur für ein paar Stunden vorbeikommen. Ne? Stimmt, ich fühle mich wie so ein Hausmeister. Ja, du siehst so ausgeruht aus. Ich habe das Gefühl, ich bin total verklatscht. Oh, ich habe aber auch dreckig gepennt heute. Du hast gut geschlafen, ne? Must be nice. Ja, heute wollten wir eigentlich zu den Flamenco-Tänzern. Aber guck mal, da scheint die Sonne, da müssen wir hinfahren. Hier ist hier dieser Punkt, ist Granada. Mhm. Und das ist die eine Wolke, die wir gerade sehen. Mhm. Und du siehst, dass die dann so weiterziehen. Sollen wir trotzdem gehen? Willst du trotzdem gehen? Ja. Ich fühle mich so kaputt, ich werde mich aber auch nicht rasieren oder sowas. Ich latsch einfach so. Heute bin ich echt der Penner. Guck mal, sogar die Sonne ist wieder raus. Die Sonne ist raus, ja, aber in den Bergen, da weiß man nie. Genauso wie mit den Spaniern, weißt du, die sagen, oh, jeden Tag treten wir auf zwischen 3 und 6. Genau. Die sind so flaky. Die sagen, ja, lass uns das und das machen, dann melden sie sich einfach nie wieder. Da kannst du aus Erfahrung sprechen, ne? Ja, leider. Ja, da kommen die Deutschen in uns durch. Ja, das hast du wieder gesichtet. Ich dachte, das ist so lieb. Aber ich habe schon Zitronen und Mandarinen gefunden, noch mehr Granatäpfel. Granada-Äpfel. Granada, ja, es das heißt ja Granada, ne? Weißt du das? Die Stadt heißt Granatapfel? Im Prinzip schon. Also, ja, übersetzt. Aber Granada. Mega geil. Und deswegen ist das eigentlich auch so wie so ein Wappenzeichen von hier, Granada. Ja, jedenfalls bin ich echt gespannt, ob wir die überhaupt antreffen. Also, die halten sich schon dran, aber wetterabhängig. Und das sagen die eben nicht. Ah, okay. Die Restaurantkultur, die ist krass hier, ne? Ja, alle sitzen überall draußen, egal wo man lang geht, überall sitzen sie draußen. Wollen wir uns auch hinfläzen? Willst du einen Tee, Kaffee oder? Ich nehme Bier, mir geht's sowieso beschissen, da kann ich auch meinen Körper mit Gift füllen. Wo willst du hin? Ich glaube, ich würde gerne in so einer kleinen Ecke sitzen. Also, ich glaube, ich würde gerne in so einer Gasse sitzen. Ja. Das ist cool, ne? Ja. So angenehm irgendwie. Ich nehme mir einen Sangria. Hatte ich in Spanien noch nie. Außer als ich 16 war und dann auch so einen 5-Liter-Bottich. Und jetzt willst du einen Dekanenten-Sangria. Ich glaube, ich probiere mal den Vino de Granada. Ein Wein? Ja. Geil. Richtig Stil. Was kostet der? 15 Euro? Also wenn wir Glück haben, kriegen wir auch Tapas. Weil in Granada ist es so typisch, dass wenn du in eine Tapas-Bar gehst, dass man sich hinsetzt, was zu trinken bestellt und dann kriegt man automatisch ein Tapas. Man sollte niemals nur ins Essensmenü gucken, weil du sehr wahrscheinlich ein Tapas bekommst und dann kannst du bestellen, was du möchtest. Das ist eine Tapas-Ecke dann, ne? Ja. Sagt das so. Mhm. Sieht so aus. Ja. Cheers. Boah, das ist so anders als der Tetrapack Sangria, ne? Der, der mich eingeladen hat, ist aber nicht da. Nee. Die hab ich doch. Ja, Spanier, ne? Ja, den Standort, den du geschickt hattest, der war ganz oben, ne? Ich möchte Mais essen. Dann gehen wir nach ganz oben, ne? Ja. 50, 70. Warte, 70. Hey, una, por favor. Das ist Butter und dann machen die ein bisschen Salz drauf. Und die sind an sich süß und das ist so geil. Soy libanesa y en mi país es... Se come mucho. Sí, einfach so reinbeißen? Ja, ist so lecker? Geil. Ist heiß? Nein, überhaupt nicht. Boah, das ist ja obergeil. Ja, ja. Oh, das ist noch nicht ganz rein. Das sind Kakis. Kakis? Ja. Geil, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Krass. Das erinnert einen schon sehr an Griechenland. Mit den ganzen Farben und alles. Guck mal, die Alhambra von hier auch. Ja, ja. Was für ein massives Monument einfach nur. Sag mal, willst du heute noch spielen? Nee, ne? Heute nicht, oder? Nee, ich denke nicht.
Und was machen wir heute? Was machen wir jetzt? Worauf hast du Bock? Flamenco. Ja, wir haben so viel über Flamenco. Ja. Und was zu futtern noch. Das sowieso. Oder? No, okay. No, but you're doing your job, so I'm just like... Okay. Perfekt, Flamenco. Da gehen wir hin. Genau. Perfekt. Problem Nummer 1 gelöst. Genau. Und jetzt kommt Problem Nummer 2. Was essen wir? Gehen wir am besten einfach die Gassen durch? Ja. Und schnuppern. So bei jemandes Teller. Wie so ein Hund. So. Hier sind keine drin. Gehen wir nicht rein. Da sitzen keine. Da sitzen. Ey, saßt du mir da nicht vorhin? Ja. Ah, okay. Hola. Hola, grazie. Ich finde so Leute, die einen einsprechen, da gehe ich auch niemals hin. Ja. Das ist, wenn die einen schon von der Straße holen müssen. Damals ist eigentlich jeder Tisch in Spanien wackelig. Das ist ja unglaublich. Ja, die machen das, weil das einfach kulturell ist. Krass, ja. Piep, 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 wir haben uns ganz verliebt. Guten Appetit. Das ist echt immer gucken, wo die anderen sitzen, ne? Ja. Boah, der Wahnsinn. Entschuldigung, Sie haben uns einen leeren Teller gebracht. Entschuldigung. Weißt du, das würde ich gerne mal sehen, so ein echtes, authentisches Flamenco. Meinst du, das könnte man organisieren? Bestimmt. Warte, wir machen es so. So, da werden wir. Tada. Hat dir gefallen? Ja, das war echt schön. Also super interessant, finde ich. Alle möglichen Emotionen irgendwie. Auch Langeweile? Ja, so ein Moment, weil es so lange natürlich war, aber trotzdem, wow. Guck mal, so ein Bus, ne? So ein Bus könnte man auch geil ausbauen. Oder? Stell dir vor, wir stellen uns mit dem Bus auf den jetzigen Parkplatz, was morgens für ein Terror los wäre. Wir würden den Bus anzünden. Ja. Und Flamenco tanzen. Also man geht da vorne hin, da ist so ein Kasten, wo man die Karte dran hält. Ja. Und dann hat man sein Ticket sozusagen abgestempelt, ne? Genau. Okay. Hast du das gemacht? Ja. Okay. Wir haben ja ein Ticket, ne? Ja, eigentlich schon. Aber haben es nur nicht dabei. Wir haben zwei? Ich habe noch so ein Casual-Ticket. Die sind Bache bei dir? So. Da wären wir wieder. Da oben leuchtet Meldi. So nennen wir den. Das ist eine Lampe, die auf Bewegung reagiert. Die habe ich immer draußen dran. Ist ganz praktisch, wenn man dann herumrennt. Braucht man nicht irgendein Licht anmachen, sondern es geht automatisch an. Hat ein Mini-Solarpanel oben drauf. Lädt sich also von selbst auf. Ich glaube, morgen hole ich mir noch so ein Ding. Mal gucken, ob wir hier sowas finden. Und wir gehen sofort pennen, ne? Ja, ich bin auch im Eimer. Ich glaube, mein Schlaf war so schlecht, weil wir zur Stadt rüber gewechselt haben und ich halt natürlich bis 4 Uhr morgens gearbeitet habe. Ne? So um 6 Uhr, 7 Uhr geht's direkt los mit den Leuten, die hier zur Arbeit wollen und rangieren hier herum, Türen knallen. Ich bin mehrfach wach geworden, das weiß ich noch. Die nächsten Tage sollen auch kälter werden. So ist es halt in den berglichen Gebieten. Okay, gute Nacht. Lana ist noch am Schlafen. Wir müssen leise sein. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die jetzt total eingemuckelt in ihrem Bettchen liegt. So, ich mache mich direkt frisch, weil wir gehen direkt los und bauen der Lana so ein Meldi nach. Wenn sie das selber auf ihr Auto draufpacken kann, da wird sie sich so drüber freuen. So, besser. Dann gucke ich mal, ob mein Hemdchen schon fertig ist. Ich rotiere ja immer meine Sachen. Getragene Sachen werden immer mit Essig eingesprüht, zum Trocknen aufgehängt. Und dann halten die wesentlich länger. Das ist mega gut für die Klamotten. Oh ja, das ist gut. Das T-Shirt, das ich eben anhatte, das hängt hier vorne auch schon zum Trocknen. Genau wie die Badehose, die ich zum Duschen benutzt habe. Die brauchte etwas länger, aber die ist jetzt auch trocken. Und los geht's. Leise die Tür zu machen. Also wie es ausschaut, hat es heute Nacht geregnet. Das habe ich
gar nicht mitbekommen. Ich habe geschlafen wie so ein Steinchen, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass heute Samstag ist und die heute Morgen nicht die Türen auf dem Parkplatz geknallt haben. Hier sind wir übrigens am Stadion, die bauen hier schon alles auf. Morgen ist ein großes Spiel. Ich habe nach Karten geguckt, aber 50 Euro pro Karte ist mir doch zu teuer. Wenn die hier spielen, dann hört man das in Halbgranate, das Gegröle und alles ist der Wahnsinn. Gestern das Flamenco, das war ja eher so eine touristische Attraktion. Wird man eher mit Samthandschuhen angefasst, oder? Hier aber nicht, wie auf so einem Markt hier. Hier kriegt ihr den totalen spanischen Kulturschock. Und die Preise ändern sich natürlich hier. 2 Euro für so Oberteile. 1 Euro für ein Kilo Mangos. Ist das günstig? Ich weiß es nicht. Hier kriegt man die Sachen richtig billig. Sieht das nach einer touristischen Ecke aus? Nein. Und hier müssen wir hin, so ein China-Bazaar. Hier kriegen wir alles, was wir brauchen. Ist geil, ne? Einfach so eine Riesenhalle voller Krempel zum Wegwerfpreis. Das wären zunächst einmal Magnete. Die hier? Ah, ne. So klein wie möglich. Und sowas hier. Ein Meldi, 800 mA, 1200 mA, der hier für 8,50, sind auch ein 1200er, wo ist denn der Unterschied? Das ist das Solarpanel größer, oder? Nee, gar nicht. Ja, dann nehmen wir den hier für 5,20. Hallo Meldi. Sie ist immer noch am Schlafen. Hallo. Alles gut? Hier. Krass, heute hat Lana schlecht geschlafen. Ja, was sind hier eigentlich für Luschen? Die braucht noch eine Minute. Wir bereiten zwischenzeitlich Mini-Meldi vor. Ein süßes Teil. Ja, hier lädt er dann den Strom auf über die Sonne. Und wenn man den Eimer drückt... Oh, das ist leer. Ganz wichtig, immer schön das Handbuch lesen. Ja, ich kann Chinesisch. For charging the build in battery, please put the sensor in the light. Aber zuallererst nehmen wir das Teil auseinander. Und schauen, was da für eine Technik verbaut ist. Solarpanel an Batterie angeschlossen, Batterie an der Platine angeschlossen, Platine mit Bewegungssensor und Knopf. Das sind meine eine 1680 Batterie. Ob die versprochenen 1200 mAh hat, kann man nicht erkennen. Langweilig. Ach, ich bin so kernbehindert. Natürlich funktioniert der nicht. Die springt erst an, wenn es auch dunkel ist und das merkt er über den Solarsensor hier oben. Also wenn wir den zuhalten und dann einschalten. Yeah. Ich halte mal zu, testen wir mal den Bewegungssensor. Jawohl. Wenn da Sonne reinkommt, schaltet er sich ab. Ist ein geiles Teil, ne? Für einen Fünfer. Mega. Und da wir uns keine Schrauben in das Auto reinmachen können, könnten wir schon, aber wäre halt doof. Kleben wir jetzt die Magnete hinten dran. Den 2-Komponenten-Kleber habe ich irgendwo in Schweden gekauft. Fahre den jetzt seit 2 Jahren mit mir herum. Bitte passt auf, das Zeug ist echt pures Gift. Also wenn ihr davon was an den Finger bekommt und euch dann ins Auge fasst, dann war's das. Besteht halt aus 2 Komponenten, ne? Die 2 Farben, die muss man miteinander vermischen. Das sammelt ihr euch dann einfach auf das Ding drauf. Drückt den Magneten fest an. Ich gehe dann noch komplett drüber mit dem Zeug, sodass der Kleber den ganzen Magneten umschließt. Der wird dann nämlich richtig hart und hält das alles ganz dolle fest. So probieren wir es erstmal mit 3 solchen Magneten. Und trocknen lassen. Wie lange? Keine Ahnung. Inne heller bis Verpackningen eller Etiketten. Nehmen wir an, das heißt lange. Und geht's dir besser? Nein. Wenn du dein Auto anschieben willst, dann sollst du am besten von hinten drücken, ne? Mir ist kalt. Ich habe Heizung. Oh ja. Boah, das Ding ist, ich würde eigentlich mega gern Musik machen, aber es ist einfach so kalt in meinem Auto. Ja, leider hast du da keine Heizung drin, ne? Ja, ich glaube, ich würde ja gern so einen Ofen haben oder irgendwas wie du. So einen Ofen? Im letzten Heizungsvideo habe ich einen netten Kommentar bekommen. Ich solle doch bitte eine Leitung von der Heizung zu deinem Auto rüberführen.
damit es bei mir muckelig ist, so wie bei dir. Ja, das wird dann muckelig. Aber zuerst habe ich ein anderes Geschenk für dich. Ich gucke das die ganze Zeit an. Ich so, was ist das? Was passiert? Er schon wieder? Ich weiß. Guck mal, so ein Profi-Ding. Ich weiß nicht, der Kleber ist wahrscheinlich noch... Nee, lieber nicht anfassen. Der Kleber ist noch nicht fester. Ich würde den am liebsten bei dir testen. Aber ich fürchte, dann kriegen wir das nie wieder ab. Deswegen testen wir das morgen erst, ja? Okay. Nicht anfassen. Boah, ist mega hell, ne? Das ist helllichter Tag. Und guck mal, wie geil das aussehe. Das ist so voll wie so ein Batmobil ist das dann. Aber während der Fahrt darfst du es dann nicht haben. Jetzt will ich das nicht. Okay, dann würde ich sagen, holst du mir das Ticket bitte, damit ich heute mal ausnahmsweise nicht schwarz fahren muss. So, dann nehme ich aber meinen großen Rucksack mit. Ich weiß ja nicht, wie viel Krempel ich heute wieder holen werde. Machst du das immer so mit dem Müll da drunter? Manchmal, wenn er schon voll ist und ich nicht dass meine Bude voll stinkt. Habe ich noch nie so dran gedacht. Aber nicht, wenn wir im Wald sind, weil das Tiere anlockt. Weil das Tiere anlockt, okay. Krass. Wie viele Meter brauchen wir? Dann kannst du mal so 2, 4, 5, 7 Meter ungefähr. Ich würde 8 nehmen. Ja, dann mache ich auch. Dann können wir die Leitung noch bis zu dem Camper rüberziehen. Der stand gestern Abend dort drüben, ne? Und da hat er richtig rumgetüttelt mit der Isolierung, so, der hat die ganzen Fenster mit Alu-Zeugs zugemacht und so. Und dann hat er das Dach oben aufgezogen und ich glaube, das ist nicht so gut isoliert. Ja. War bestimmt kalt bei dem. Und deswegen hat er sich dann auch umgestellt und als ich heute Morgen rausgeguckt habe, stand er schön in der Sonne, ne? Ja. Mama. Bye. Hola. Habla inglés? No. Where do I do this? And I want to drive to Nevada shopping center. Sí, Nevada, sí, Nevada, sí. Sí, va a estar Nevada, sí. And sí, tiene 5 euros también. ¿Es okay? Sí. Gracias. Sí, sí, este va a Nevada, sí. ¿Mm? Sí. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich kapiert habe, wie man diese Tickets richtig einlöst. Ich glaube, er hat mir nur gezeigt, wie man Geld auf die Karte draufladen kann, also bin ich wahrscheinlich wieder schwarz gefahren. Oh ja, sowas brauchen wir. Solche Rohre, aber die sind 15 cm dick, das ist viel zu viel. Ich hoffe, die haben hier kleinere 10 cm. Eigentlich weiß ich nicht genau, wie dick die sein müssen bei mir. Aber das sieht schon ganz gut aus. Boah, die passen aber niemals in meinen Rucksack rein. Wird dann in der Bahn ein bisschen komisch aussehen, wie so 2 Antennen. Aber ist mir egal. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, für 2 Euro so ein Verbindungsstück dazwischen zu klemmen. Ups. Hier so da dran. Das ist auch cool, ne? Nehme ich. Das ist eine geile Idee. Ich weiß nicht. Manchmal gucken mich die Leute an, als wäre ich ein Alien. Ich bin übrigens wieder schwarz gefahren. Versehentlich. Der Typ hat mir das einfach falsch erklärt. Das ist auch wie im Bus, so ein tickes Ding da dran halten. Einfach so piep machen und dann... Mama, so, das bedeutet, wir nehmen erstmal die jetzige Heizung ein bisschen auseinander. Tüddeln den neuen irgendwie drauf. Der ist auf jeden Fall größer. Ich würde schätzen, das sind 8 cm, das sind 10 cm. Ah ja, er ist echt wieder der Fuscher vom Dienst. Ja, das fühlt sich gut an. Boah, was nicht passt, wird passend gemacht. So schaut's nämlich aus. Das sieht gut aus.
Meine Hand kommt da gar nicht rum. Ist cool, ne? Ja, oh, ich habe schon eine Delle reingehauen. Das ist egal. Glaub mir, da sind viele Dellen drin. Ist cool, ne? Ja, wie so ein Strohhalm, so ein gigantischer Strohhalm. Ja, das ist wie ein Strohhalm auseinanderziehen. Ein gigantischer Strohhalm. Wilder dann... Elefant. Ja. Das sollte jetzt gut sein. Ich habe das jetzt hier nochmal von innen an die Wand außen gedrückt. Sieht gut aus, oder? Ja, das sieht top aus. Weißt du, was du machen könntest? Wir könnten das hier vorne durchführen, dann durch den Vorhang, dann isoliert der Vorhang nochmal. Und dann endet das Röhrchen da drin irgendwo. Oder einfach durchs Fenster. Also das Fenster auch so, dass trotzdem eine Luftzirkulation ist, die Tür zu ist. Ja, aber ich denke, mit der Tür reicht das schon. Ich habe ja bei mir auch immer ständig vorne Fenster offen und habe eine ISO-Vorhang dazwischen und das hält die Hitze dann so. Ja, schmeiß ich an das Ding, würde ich sagen, ne? Ja. So. Erstmal niedrigste Stufe. Nicht, dass hier was abfackelt. So, Heizung läuft, wie man hört. Boah, das wird schon warm hier. Boah, mega, die ist noch nicht mehr richtig an, aber wird schon warm. So, ich habe halt so eine Schlaufe angebracht, damit das so optimal fällt, aber ich rieche schon das erste Problem. Mir ist unwohl, wenn ich jetzt mit offener Tür und so da 3 Sekunden drin bin. Ja, und es ist erster Betrieb, vielleicht dauert das ein paar Minuten, bis der Plastikgeruch weg ist. Wir lassen mal alles offen und ich lasse den mal so 5 Minuten volle Pulle laufen, ja? So, ich habe die Heizung mal ganz hochgedreht, aber man riecht das hier schon sehr deutlich. Ich glaube, das ist das Aluminium, das irgendwie am Anfang so Duft abgibt. In der Fabrik gibt es wahrscheinlich so viel Aluspäne und sowas. Dann muss das Röhrchen einmal durchgepustet werden. Oder der Geruch kommt vielleicht vom Kleber, das könnte auch sein. Ja, weil das hier wird richtig heiß. Da wird's heiß? Okay. Und das riecht auch schön nach Kleber. Ja, weil der Übergang nicht so perfekt ist, gibt es da Turbulenzen. Professor Tobi schlägt wieder zu. Boah, Alter, wird das warm hier. Ist geil, ne? Das müssen wir uns merken. Ja. Das ist echt cool. Na, hier sind die Gerüche jetzt gut. Nasenprobe? Viel besser als davor. Ja, ja. Dann musste man die einmal nur richtig heiß laufen lassen. Mhm. Einmal einkochen, die Leitung, weißt du? Boah, das ist so einfach schon hier zu sitzen. Und weißt du, was auch geil ist? Weil das, ich habe das Gefühl, das wärmt die Oberfläche so auf und dann ist das wie auf so einer Wärmflasche zu sitzen. Mega geil. Wollen wir was essen? Ja. Okay, kochen wir bei mir, ne? Ja. Okay, dann kochst du hier. Ich muss kurz noch zum Supermarkt. Ich brauche Waschtücher. Ja. Sonst kann ich mich morgen nicht duschen. So, die Lana macht uns noch Linsensuppe. Das heißt, ich überrasche die mit ein paar Brötchen. Die sehen noch gut aus. Ja, die Lana hat dann heute auch ein warmes Bettchen. Ich freue mich so mega drauf, mich zu frieren. Ist echt kalt geworden hier, ne? Ja. So unerwartet auch. Entfällt. Von heute auf morgen. Ja. Weißt du, wem wir den ganzen Quatsch hier zu verdanken haben? Wem? Und das Ganze betüddeln? Boah. Van Viking Malu. Meine Güte. Boah, das ist echt krass. Was für süße Worte. 400 Euro Spende. Ihr beide seid so herrlich durchgeknallt, auf liebevolle Art und Weise. Ihr seid der Grund, warum ich immer weniger plane und mehr deine Tipps und Tricks aufsauge. Teilt euch das Geld gerecht auf. Hm. Okay? Boah, danke. Und wenn Solana eine CD rausbringt... Du bist der Erste, der eine bekommt. Musik entspannt mich so sehr, wie ich viele Jahre schon nicht mehr abschalten konnte und einfach nur auf ihren Klängen lauschen kann. Bei Solana gibt es nicht die Möglichkeit, Supersongs. Ja, noch nicht. Boah, Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Ich bin gerade richtig gerührt. Boah, das ist so ein Support, ne? Danke. Ja, das ist echt Hammer, ne? Mich bekräftigt das auch, weil ich mir denke, boah, man hilft irgendwie Leuten damit, ne? Ich habe mich schon gewundert. Warum werde ich hier so betüdelt die ganze Zeit? Dankeschön, ehrlich. Wow, auch für die süßen Worte. Auch an Landsberg-Movies. Solanas Maske war sehr lustig am Ende des Videos, weißt du noch? Ja. Ich dachte mir so, das ist so übertrieben. Aber ne, beim Schneiden ist das dann so, boah, das ist voll geil. Aber dabei auch, weißt du, weil die Haare waren auch total zerzaust. Und ich dachte mir so, just own it. Spannend war auch das letzte Thema über mein Leben. Ja, das war, da habe ich mich auch lange vorgedrückt. Das Leben ist zu kurz, um immer nur zu warten. Richtig. Wenn du wartest, bis du bereit bist, dann wartest du für den Rest deines Lebens. Und auch Dankeschön an Ernie. Bert. Ja, geil. Ja, der schickt immer so kleine Spenden. Aber gute Tipps, so ein Ding hole ich mir auch. Ja, die Heizung, ne? Ja. Ich liebe die. Ich habe die seit 4 Jahren. Ich habe die am Anfang nur geholt, weil ich dachte, ja, ich teste mal so eine Dieselheizung, dann hole ich mir eine billige. Die hält immer noch. Hans-Peter Lustig. Ich fühle das alles, was ich da sehe. Genauso sieht das bei mir auch aus. Geil. Das ist echt, ich habe öfter so Kommentare bekommen, Leute haben auch dasselbe durchgemacht. Joe Wilhelm, 25 Euro, danke.
wir haben zu danken. Man, dieser ganze Support, ne? Ja. Und ich will denen was zurückgeben. Genau. Weißt du, ich fühle mich jetzt in der Schuld. Und? Boah, ich spüre das hier draußen schon. Es ist so, es ist nicht zu heiß, es ist einfach nur gemütlich. Ja, nochmal ganz persönlich von mir vielen lieben Dank für alles. Das ist echt unglaublich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns unterwegs.